Lieben Knäckchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Drogöchen Pumpöchen. Ich hoffe, es wird wieder eine wunderschöne Aufnahme. Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt, wie es weitergehen wird. Und ich hoffe, ihr auch. Los geht's! Klicken, um zu beginnen. Na dann los! Es dauert immer ein bisschen hier mit dem Dings. Ich muss ja mal immer vom Datteln immer hier nur am PC tatsächlich den Popschutz rannehmen. Ne? Und dann spackt das Ding nämlich ab. Ja, ich sagte ja schon mal, ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Mikrofon ein bisschen Geist ausgibt. Mal gucken. Ausgibt. gibt mal was aus, ne? Unser Mikrofon gibt aber mal was aus. So, ich nicke mir den Kopf. Ich bin gerade zu allem bereit, wenn es nur dazu dient, diesen kleinen Teufel irgendwie zu besänftigen. Du, Mirabelle, ich würde mich vor der Feier gerne noch ein bisschen frisch machen. Du hast, auf sowas kommen natürlich nur Teenager. Lori reißt mir Gemma wieder aus den Händen und stoppt sie irgendwo in das riesige Puppenhaus rein. Sie setzt vor die Frisierkommode und kämmt ihr mit einer Bürste, die auf der Kommode liegt, die Haare. Auf einmal nehmen Loris Augen wieder dieses blutrote Farbe an. Ich habe nicht damit gerechnet und schrecke überrascht zurück. Oh Gott, ja. Sie gleich diese Vampirfresse wieder, ne? Sie schnappt sich meine Puppe und schlägt ihr den Kopf ab. Was stimmt mit dir nicht, Kleine? Vielleicht werden wir auch mal so beknackt. Ich muss auf einmal loslachen. So surreal wirkte diese ganze Szene auf mich. Lori, deine Puppe hat keinen Kopf mehr. Sie grinst mich mit einer erstaunlichen Abgeklärtheit an. So ist es gleich viel schöner, was? Ich finde, ihr fühlt jetzt irgendwas. Na, ey, was denn bloß, ja? Es ist zwar komisch, aber ihr Verhalten überrascht mich von Mal zu Mal weniger. Sie wird schon wieder, der Kopf wächst nach. Das machen sie doch alle. Lass mich mal deinen Kopf abschlagen. Du wirst sehen, er wächst auch nach. Ohne Kopf? Naja. Ich bin mir da nicht so sicher. Mirabelle ist gemein. Mirabelle hat also keine Freundin mehr. Aber wenn sich Mirabelle alle gegenüber so verhält, hat sie bald keine Freundinnen mehr. Das ist nicht so schlimm. Das ist ihr allemal lieber, als wenn jemand ihre Bürste ohne Erlaubnis benutzt. Ich schaue Lori überrascht an. Niemand hat es verdient, dass man ihn wegen so einer Kleinigkeit köpft. Wir sind im Mittelalter halt. Vielleicht ist sie da auch groß geworden. Weiß man ja nicht. In deiner Welt vielleicht. In meiner Welt funktioniert das nun mal so. Eine Bürste zu nehmen ist doch nicht strafbar. Lori, du solltest dich etwas kulanter und großzügiger zeigen, wenn du mit den anderen klarkommen möchtest. Aber das war doch nicht ich, das war Mirabelle. Ich mime das empörte Kindermädchen. Ich bin es leid, diese Marionetten spielen zu spielen. Mimen wir mal was. Dann erkläre bitte Mirabelle auf eine freundliche Art, dass man anderen Leuten nicht umbringen darf. Nein, Gemma hat die Regel missachtet. Sie muss dafür mit ihrem Leben bezahlen. Ist das wirklich nötig? Das ist der Preis, den sie bezahlen muss. Wenn du dich an die Regeln hältst, passiert ja auch nichts. Vielleicht sollte man die Regeln vorher irgendwo erstmal aufschreiben, dass man überhaupt die Regeln weiß oder so, ne? Warum nur habe ich das ungute Gefühl, dass dieser Satz für mich bestimmt war? Ich muss schlucken und weiche ein Stück zurück, um mich aus der obskuren Aura der kleinen Vampiren zu befreien. Ich denke, es ist an der Zeit, für heute aufzuhören. Aber nicht doch. Wir amüsieren uns doch. Na klar. Was haben wir gerade bezüglich der Regeln gesagt, kleine Dame? Ich nehme das Puppenhaus und räume es an der Stelle, wo es hingehört. Dann tue ich die alle Puppen in den Koffer. Und jetzt müssen wir ein kleines Puzzle spielen. Ach, ich habe bloß immer Angst, wenn ich das mit euch zusammen spiele, dass dann einfach unerwartet Werbung reinkommt. Dann muss ich wieder schneiden und dann muss ich das wieder machen. Schneiden muss ich immer so eine Menge. Also bis... Wir haben Puzzle fertig gemacht und gucken, wie wir jetzt weiter vorgehen werden. Okay, ist korrekt, ne? Los geht's. Wir haben doch noch gar nicht lang genug gespielt. Wir machen morgen weiter. Als sie sieht,
dass ihr Flehen keinerlei Wirkung bei mir zeigt, schlüpft sie wieder in die Rolle der beleidigten Prinzessin und steht auf, um sich an ihre Frisurkommode zu setzen. Ich bleibe ruhig, ich bin zu müde, um gegen sie zu kämpfen. Ich bleibe ruhig. Den Tag über hat sie sich ziemlich milde gezeigt, zumindest bis jetzt, da es an der Zeit ist, schlafen zu gehen. Komm, Lori, ab ins Bett! Entgegen meiner Erwartung befolgt sie meine Anweisungen, diesmal ziemlich schnell. Es ist das erste Mal, dass ich sie ohne großen Theater ins Bett bekomme. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Natürlich bleibt mit ihr noch ein Haufen Arbeit, aber ich spüre, dass ich auf einem guten Weg bin. Ja, aber vielleicht machen wir uns auch bei ihr, ne? Das ist ja auch von ihr, ihren Wegen so, dass sie ins Bett geht und so. Vielleicht ist sie ausgetobt, weiß man nicht. Und werden kleine Vampire müde? Werden sie auch irgendwann mal erschöpft, wie Kinder? Dass sie irgendwann sagen, oh nee, jetzt kann ich ins Bett gehen. Ich finde das Kuscheltierchen immer noch süß. Noch eine Geschichte? Na gut, komm. Ich schüttel den Kopf. Oh. Heute Abend nicht. Es ist schon spät. Und morgen musst du in die Schule. Du wirst sonst zu müde sein. Okay, meine Kinderchen, das war's auch wieder für heute. Es hat Spaß gemacht, aber ich finde mit diesem Teil vom Puzzeln zum Ende hin, ist es immer gigantisch kurz, oder? Also ich finde das echt ein bisschen schade. Aber ich bin gespannt, wie es wohl weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen Freitag noch eine weitere Folge hin. Und ja, bis dahin. Ciao mit V und tschö mit Ö. Und Küsschen aufs Nüsschen.